Museo Giviccio. La guardi fa, io non lo voglio. Caffè. Man muss da hinten irgendwo sein. Wenn ich mich irre, müssen wir jetzt gleich rechts. Hier haben wir gegessen. Da haben wir gegessen. War sehr lecker, die Pizza. Auch dieser Käse Kuchen im Glas. Wir sind da, haben den Laden gefunden, kaufen jetzt die Zigaretten, vielleicht die Anzahl, 21 Grad und 66% Luftfeuchtigkeit, das merkt man auch. Wir werden uns gleich in diesen Laden setzen und Kaffee trinken. Ich weiß nicht, wie spät. Würde man sagen, 6. Viertel nach 6 wird es sein. Ungefähr. Ein bisschen Kopfschmerzen gekriegt. Ich hatte vorhin keine Magenschmerzen, aber meine OP-Stelle durch meinen Bauchdeckenbruch bedingt hat sich bemerkbar gemacht wieder. Obwohl das ja eigentlich gerichtet wurde. Ich wurde ja operiert, aber manchmal habe ich halt Schmerzen, hatte ich vorhin, aber zu schnell haben sie das wieder weg. Avocado. Lauretta Rodi. Oder Massimo Ivaldo. Cappuccino will ich nicht. Eigentlich, ich trinke einen ganz normalen Kaffee, glaube ich. Eigentlich wollten wir nachher noch selbstgemachte Nudeln essen, aber irgendwo und bei irgendeinem italienischen Restaurant. Aber also ich kann nicht mehr. Ich habe gar nicht so viel Pizza gegessen. Mein Sohn hat das meiste gegessen, weil ich konnte einfach gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, durch die Schmerzen konnte ich gar nicht viel essen. Ich bin auch ehrlich. Pizza, ne? Überall Pizza, aber die war sehr gut. Naja, mal schauen. Jetzt gehen wir erstmal kurz zum Strand. Mal gucken, wie der Strand aussieht. Kommt man da überhaupt runter? Ich weiß auch nicht. Mal schauen. Ist auch schön hier, ne? Diese angemalten Fensterläden finde ich richtig schön. Aber ob es mir... Doch, ich glaube, man kommt zum Strand, oder? Ja, ich denke schon, weil das sah so aus wie so eine Wand. Aber ich glaube, das ist gleich offen zum Strand. Das ist auch schön gemacht, die Tischdecken. Ja, es wird übrigens richtig voll hier jetzt gerade. Also hier nicht, aber da hinten in der Einkaufsstraße. Es wird auch laut. Und die meisten Restaurants haben sie so erst ab 19 Uhr auf. Weil die Italiener halt abends immer erst lebendig werden. Wahrscheinlich. Deswegen, jetzt wird es richtig voll. Es sind auch richtig viele Hunde. Richtig viele. Ich muss echt aufpassen, dass ich mit meinem Mantel nicht in Kacke komme, weil je mehr Hunde, desto mehr ist natürlich auch liegt schon mal Kacke auf der Erde. Eben müsste ich auch vielleicht fast reingetreten. Ich glaube, da kommt man jetzt an den Strand, oder? Ja, mal gucken. Schön. Richtig schön. Aber doch einmal an den Strand von Italien gehen, oder?
obwohl wir ja noch nach Mailand wollen. Die Mann. Aber da ist eine Mauer. Scheiße, da ist doch eine Mauer. Kommt man, glaube ich, nicht ran. Es sind auch so viele Kampfhunde hier, habe ich gesehen. Mal gucken, ich glaube, man kommt nicht ran. Oder vielleicht da. Leider ist hier kein Strand, sondern nur Stein. Deswegen weiß ich nicht. Sieht da schon so ein bisschen aus wie Alanya, ne? Die sieht ein bisschen wie der Burgberg, sieht das aus da, ne? Schon schön. Meer ist immer schön. Wir machen die Musik an. Oh. Denken sich auch, was machen wir jetzt hier in der Ecke? Ne? Ja. Nee, das ist Quatsch. Wir sind mal im Beten, irgendwo was nass, aber egal. Vielleicht denken die, wir sind ein Liebespärchen oder so. Okay, die Richtung jetzt. Es war noch richtig schön warm. Muss ich irgendwie antippe Sachen hier. Ja, richtig, richtig schön. Ach, das ist das italienische Meer. Sehr warm, also wie gesagt, also 21 Grad kommt auf jeden Fall hin. Feucht, warme Luft. Ja, ach Leute, wenn ich so den Burgberg da angucke, ne? Richtig, da fühle ich mich gerade, als sei ich in Alanya. Das macht so ein richtiges Herzschmerz gerade. Einfach nur nach oben und dann bin ich wieder bei meinen Hunden und ja. Aber es ist schon wirklich schön. Gut, tschüss, wir gehen jetzt. Das war doch schön, ein kleiner Ausflug noch ans Meer. Oh, herrlich. Ja, wenn man das nicht mehr hat, ne, dann weiß man, was man vermissen kann. So ist das wohl. Wow, ist das nicht schön. Ein vom Kanonenrohr. Ich auch noch mal ein Foto machen. Kanonenrohr. Da ist ein Kanonenrohr. Guck mal, eine Festung. Hier mache ich auch noch mal. Da kann man, glaube ich, reingehen. Das ist auch schön, ne? Sicher eine Festung. Ich bin so froh, dass meine Füße das alles mitnehmen. Hunde lang. Ich hab echt gedacht, dass ich das nicht schaffe. So viel laufen, auch so viel Hunde, ist alles voller Hunde. Ja, doch vorhin auch schon, ne? Oder nicht? Ich glaube, wir sind hier vorhin auch schon drum rumgegangen. Schön. So.
eigentlich waren mit den Babys. Oh, richtig süß, ne? Das ist doch mal eine Kulisse. Ich muss unbedingt Unterkunft finden. Ich bin eigentlich sicher, dass ich das Weiße mitgenommen habe, aber ich habe es nicht in meiner Tüte gefunden, leider. Das ist eben sehr verwunderlich. Ja, vielleicht habe ich es doch in Hamburg gelassen in dem... Hä? Ich habe alles mitgenommen. Ich weiß nicht, egal. Ich werde nachher meinen Koffer vielleicht mal ausräumen, aber egal, es geht auch so. Aber morgen am Wochensemester wird ein anstrengender Tag. Wir werden ganz Monaco erkunden wollen. Deswegen vielleicht das Schwarze mal finden wenigstens. Das muss ja da sein, weil ich hatte das ja in Lyon, in Paris. Oder in Lyon, mein Fußbund ist auch Moment. Ne? Mein Sohn läuft vorne. Ja, ich hoffe, das sehen wir auch in Monaco und da vielleicht noch ein bisschen mehr Luxus. Nein, ich weiß nicht. Vielleicht sehen wir auch die Rennstrecke, da fahren wir eins Fahrer. Mal gucken. Die Weihnachtsbeleuchtung wahrscheinlich vorbereitet. Wird ja wohl nicht vom letzten Jahr noch dahin, denke ich mal.
wollen alle zusammen leben. Scusi heißt das, glaube ich, ja?